Nachmittag, ja, Nachmittagabend ist mittlerweile schon. Wir sind ja heute im wunderschönen 5-Sterne Iberostar Hotel, das also jetzt letzten Winter neu gebrandet und neu eröffnet wurde. Das war das ehemalige Yacht Palace, also von einer mallorquinischen Familie. Da sitzen wir gerade in der Skyloch, kann man vielleicht mal schauen. Also ganz wunderschöner Ausblick, den wir hier haben. Ne? Wirklich 360. Also wirklich ganz. Wir sind heute hier, weil wir euch einfach mal unsere Servicegarantie nochmal erklären wollten, erläutern wollten, weil wir haben immer wieder angefragt, wie ist das denn mit eurem Service, mit der Dienstleistung? Was deckt ihr denn eigentlich konkret ab als Makler auf Mallorca? Und da würde ich einfach mal sagen, da unterscheiden wir uns ziemlich stark von vielen Maklern, von vielen Anbietern hier auf Mallorca, weil bei uns ist das so, dass wir nicht nur rein verkaufen, vertreiben und dann adios, hasta luego, hier sind die Schlüssel und das war's, sondern bei uns ist das grundsätzlich so, und das können unsere Kunden über viele Jahre hin bestätigen, bei uns ist das so, wir sind sozusagen die, ja, ich will nicht sagen die Mädchen für alles, aber es geht in die Richtung. Also bei uns ist das wirklich so, also von der Beantragung der spanischen Steuernummer, das machen wir selbstverständlich. Da muss man hier noch nicht mal vor Ort sein, wenn wir das machen, ne, weil wir das eben als professioneller Dienstleister eben in einem speziellen Dienstleisterbereich auch machen, in Palma auf der Ausländerbehörde. Ne? Also normalerweise muss man sich da vorstellen, dass man sich da also quasi einen Termin online beantragen muss. Das dauert dann manchmal auch 2 oder 3 Monate und dementsprechend kann sich der Immobilienkauf natürlich ins Weite ziehen. Und wenn man eben den Sommer genießen möchte und sagt, okay, gerade im Frühjahr, man kauft jetzt nochmal eine Liegenschaft, man möchte natürlich die Saison auch genießen dann in dieser Liegenschaft oder möchte da schon was machen, dann ist das natürlich ein großes Problem. Und da haben wir also den großen Vorteil, wir können das also machen. Wir beantragen diese spanische Steuernummer, die also für den Kauf notwendig ist für unsere Kunden. Das heißt also, man muss nicht mehr vor Ort sein, man ist in Deutschland, sendet uns eben entweder eine beglaubigte Ausweiskopie oder mit eine beglaubigte Ausweiskopie mit Hagener Apostille, also mit Überbeglaubigung, sendet man uns einmal zu oder eben das Originaldokument, ja, mit einer Vollmacht, und anschließend gehen wir eben mit dem Antrag, der natürlich auch unterzeichnet wird von den Käufern, gehen wir auf die Ausländerbehörde und beantragen die Steuernummer. Und in diesem Sinne ist das relativ unkompliziert, weil das ist ja oftmals jetzt ein großes Manko mit dieser Steuernummer, da das Terminverfahren ja jetzt online ist. Also das war vor, ich glaube, vor 4 Jahren oder ja, vor 4 oder 5 Jahren war es so gewesen, dass man also wirklich einfach auf die Behörde konnte, also auch als Privatperson. Man hat dann natürlich immer eine sehr lange Schlange gehabt morgens, also um 9, wenn die Behörde aufgemacht hat, sollte man im besten Fall schon um 7 Uhr angestanden haben, sonst wird es schwierig und man wird dann nicht mehr abgefertigt einfach an dem Tag. Und das ist also bei uns komplett außen vor, weil wir eben durch unsere Servicegarantie, ne, das ist also der erste Punkt, die Steuernummer für jeden Kunden beantragen, ne, also von zu Hause, vom Wohnzimmer aus, ganz bequem, muss gar nicht hier sein. Ne, per UPS Express werden die Dokumente abgeholt, also wirklich ganz, ganz entspannt. Dann ist es so, wir organisieren natürlich auch alle, koordinieren alles mit dem Notar, mit dem Anwalt. Das heißt also, dass wir das in der Regel komplett machen. Ne, wir organisieren das. Das heißt, man muss da auch keine Kopfschmerzen haben, sondern man hat wirklich einen Anwalt, den wir also auch vermitteln. Mallorquinischen Anwalt, der das also einmal komplett prüft. Ne, also die Legalität etc. alles einmal komplett prüft. Und man kann da also ganz entspannt sein bei dem Kauf. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil man kann dem Verkäufer, auch wir können den Verkäufern oftmals nur hinter die Augen schauen, wie man sagt. Und natürlich muss man das alles prüfen. Das ist also absolut wichtig. Und im Anschluss vor allen Dingen, da fängt unsere Servicegarantie, also nach dem Kauf fängt unsere Servicegarantie eigentlich erst so richtig an, ne, weil es ist ja so, im Anschluss muss natürlich der Strom muss gewechselt werden, das Wasser muss gewechselt werden, der Internetanschluss muss beantragt werden, und das machen wir alles, und das machen wir ohne einen Aufpreis. Das heißt, es gibt ja auch keine Käuferprovision, das heißt, in Spanien zahlt grundsätzlich den Makler der Verkäufer, und hier ist das bei uns nochmal so, dass der Käufer davon profitiert. Das muss man einfach ganz klar sagen, weil es gibt also, wie gesagt, keinen Aufpreis, und wir übernehmen sämtliche Behördengänge, beantragen die Steuernummer, tun vor dem Kauf natürlich auch ein spanisches Bankkonto gemeinsam mit unseren Kunden eröffnen und haben einfach mal die 100% Wohlfühl-Zurückliegen-Garantie. Also einfach ganz entspannt, und wir kümmern uns um alles, alle Formalitäten, und man kann also wirklich sich auf das Wesentliche konzentrieren und einfach auf die tolle neue Liegenschaft, die man erwirbt, konzentrieren. In diesem Sinne hoffe ich, das war für euch wieder aufschlussreich. Jetzt kennt ihr unsere Servicegarantie, wisst ganz genau, was wir also abwickeln, was wir abdecken mit unserem Service. Und ich hoffe, das kann für euch interessant sein. Könnt uns gerne, wenn ihr noch Rückfragen habt, die Kommentare schreiben, uns eine Nachricht, eine E-Mail senden. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Sendet euch nochmal ganz, ganz viel Sonne. Adios.